Ich glaube, das sind wirklich die einzigen Gegner, die hier noch rumtrollen, oder? Mein Leben geht zur Neige. Approvazione. Ich hasse Streit. Ja, du kannst aber wirklich so stehen bleiben, glaube ich. So, Kenko, du läufst mal hier rüber Richtung Gary. Gary. Homöostatisches Pulver. Stimmt, der ist ja nicht. Abala hätte jetzt die Blutung wahrscheinlich schon gestoppt, weil Abala hatte ja die entsprechenden Fähigkeiten, aber Gary hat sie halt noch nicht. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Er sieht aber gut aus bei dir. Der Feind kann mich sehen. Das gefällt mir überhaupt nicht, Rocco. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin getroffen. Ist aber nichts Dringendes. Du bist immer noch getroffen, sozusagen. Ich weiß, was du fühlst. Bleib da ruhig mal so stehen. Rocco, versteck dich. Vorsichtig. Genau. Diese Mauer kann man leider nicht durchschießen. Klaus, guck mal da runter. Da kommt gleich einer. Ich bin getroffen. Ist aber nichts Dringendes. So, erstmal versucht Kam hier noch zum Abschluss zu kommen. Och, das macht überhaupt nichts, dass du die Munition jetzt gerade aufgebraucht hast. Ich glaube, das war insgesamt, waren das schon ein paar sehr, sehr gute Treffer. Kam hat ganze Arbeit geleistet. Es zeigt sich mal wieder, warum die so ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer hat. Okay, Klaus, für dich habe ich noch eine andere Aufgabe. Es ist so bezeichnend, dass Gary nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu verarzten, ne? Kenko, du stehst da nicht so günstig. Einmal verbergen, bitte. Wie machen wir das bei Günner? Lad erst nochmal nach. Ohne ärztliche Behandlung sterbe ich. Wenn ich das aber richtig sehe, hast du dich gerade ganz gut ärztlich behandelt, Gary. Subito.
Wird gemacht. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Bleib mal ruhig so da liegen. Klaus, komm her. Gut, und geh mal bitte hier in den Strafe-Modus. Genau. Ruhig weiter da reingucken, passt schon. Okay, Klaus. Sicher? Wird gemacht. Kann sein, dass da oben in dem Zimmer einer ist. Ich weiß es noch nicht genau. Kam, du musst da mal ein bisschen dein Talent spielen lassen. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Noch mehr Zivilisten. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Genau, bleib mal vorsichtig. Genau, bleib mal vorsichtig. Verstanden. Okay. Wo ist Klaus? Komm auch rein. Gut, dann wären wir jetzt alle im Haus drin und wir könnten uns daran machen, die Treppe hochzulaufen, was natürlich immer so eine schwierige Nummer ist. Platzieren uns mal in kritischen Räumen, wo wir zur Not durch die Decke schießen könnten. Sicher? Ich weiß es noch nicht. Oh je.
hockt er in der Ecke. Aber hier wird ja wohl noch jemand sein, oder? Immerhin, es kam noch nicht entdeckt worden. Also auch nicht von ihm. Gary? Ja, okay, gut. Ich habe den irgendwie aus Versehen ausgewählt. Hock dich mal dahin. Wenn der Klaus jetzt Folgendes macht. Kann der Klaus da drauf schießen? Ja, kann er. Gut, Tür ist auf. Einen Schritt zurück, mein Guter. Ich bin da lieber jetzt ein bisschen extra vorsichtig, nachdem mich das ja bisher mal wieder... Unvorsichtiges Vorgehen hat mich ja schon mal wieder ein paar Punkte gekostet. Wobei, auf der anderen Seite war es ja auch so, dass ein Teil an eklatanten Fails gelegen hat. Da steht eine Zivilistin drin. Sicher? Schauen wir mal. Ja, okay, nee, das sieht ganz gut aus. Die Mistkerle haben ein Geschenk hinterlassen. Nicht drauf schießen. Ich nehme den Befehl an. Ach, das ist da, wo Karm gerade davor liegt. Da geht's noch nach oben. Eieieiei. Okay. Vorsichtig, Karm. Wir wollen hier niemanden in Alarmbereitschaft versetzen. Prenderebbe un miracolo. Hier oben sieht das aber clean aus. Es geht noch eine Etage höher. Das war's. Jetzt ist der mit leeren Händen da. Okay, weißt du, versuch's mal mit dem Gewehr. La meritate. Das ist eine sehr akrobatische Körperhaltung, aber... Okay, also hier ist keiner. Hmm.
Okay, das scheint also wirklich nur dieser Bursche zu sein, den wir, den wir gefangen nehmen müssen. Oh, zwei goldene Kelche. Kranker Shit. Halt. Ich nehme den Befehl an. Hier, nimm mal das Ding an dich. Diese Granate da. So, jetzt kommen wir da weg. Ach, das muss mal knacken, das Schloss, oder wie kann das sein? Ja, passt doch. Ach, da ist noch eine DP drin. Dann zeigen wir jetzt erstmal, wo die goldenen Kelche sind. Rocco zieht die ganzen Zivilisten an. Okay, Kenko, wo sind die goldenen Kelche? Such, Kenko, such. Ach nee. Der kann die irgendwie. Die sind da in diesem Kistchen drin oder was? Oder in dem Teil? Das könnte ich mir fast vorstellen. Das ist ja ein Hammer. Komm mal her, Kengo, wir gucken mal, was da noch so ist. Ich nehme den Befehl an. Ist ja ein Teil. Eine goldene Uhr, Aktien, Bargeld. Tatsache, die waren irgendwie da drin oder so. Gut, da muss ich jetzt mir echt mal notieren, dass ich häufiger in diese Kistchen da reingucke. Warte mal, da drüben ist noch was. Gemälde, Gold, Teil des Bernsteinzimmers. Alter, was ist denn hier los? Die Mission hier hat sich finanziell gelohnt. Sagt mal. Mädels, da geht aber was. Okay, krass. Ich bin aber, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Da oben ist nämlich noch so eine Kiste. Ich gehorche. Ah, wir sollten uns da auf jeden Fall, wir sollten da mal noch nicht sofort rangehen, sondern wir sollten uns da erstmal mit Kenko da vorstellen. Der ist so unser alter Fallenschnüffler. Das hier könnte den Einsatz gefährden. Ja. Aber doch nicht für dich, Kenko, oder? Ha! Kenko macht das doch locker mit links. Okay, schick. Eine PPSH 41. Nice. Ja, da kommt doch Freude auf. Und Ich gehorche. ein paar hervorragende Magazine sind da auch noch dabei. Gut. Klaus, nimm du mal die Granate da an dich. Also, wenn die Teile hochgegangen wären, da wäre aber auch kein Auge trocken geblieben, ne? Okidok. Genau, Klaus, du gehst bitte dahin. Gary kann da stehen bleiben. Kenko, du gehst bitte dahin.
Und genau, du kommst mal gerade die Treppe hoch. Hallo. Ich habe wenig Zeit, also antworten Sie schnell und deutlich. Was wissen Sie über Lebedev? Nichts. Er sitzt brav seine Zeit ab in einem Gefängnis. Ey, Alter, das glaube ich dir nicht. Was meinen Sie mit brav? Er ist doch geflohen. Lebedev? Er soll doch immer noch in diesem sibirischen Gefängnis hocken. Sind Sie sicher? Naja, ich weiß nicht. Also ich war da ja schon. Absolut. Ne? Sie wurden getäuscht. Die Platte da nehme ich übrigens mit. The Vapors, I'm Turning Japanese. Kann sein. Ich gehe jetzt. Und Sie schwören, niemandem von dieser Unterhaltung zu berichten, klar? Einverstanden. Aber töten Sie mich nicht. Das ist ganz schön random. Ja, leider nicht alle Ziele erfüllt. Das heißt, es wird keinen Bonus geben, aber wir haben keine Zivilisten getötet. Und wir gucken jetzt mal, ob wir das ganze Gold und so jetzt automatisch mitnehmen müssen oder ob wir das nochmal separat einsammeln müssten. Nee, ne? Ja, cool. Teil des Bernsteinzimmers. Die Aktien nehmen wir mit vom Nakatomi Plaza oder sowas, ne? Ja, Tatsache, da sind Kleidungen für Kam. Ich weiß es noch nicht. Weißer Anzug eines Gangsters. Sweet! Ich weiß nicht. Nee, aber die finde ich cooler. Oh, das sieht aber gut aus. Finde ich. Ich finde das nicht schlecht. Also Rocco steht das irgendwie. Naja, wobei das steht ihm auch. Sieht so martialisch aus. Zu Gary passt das ganz gut. Der sieht aus wie Boris. Nee. Klaus? Nee, sorry. Nee. I'm not seeing it. Mit der Augenklappe und so ist das schon cool, ne? Ja, gucken wir mal. Okay, Piat, Granaten. Die sind ganz schön teuer, die Dinger. Ja, aber ich will die Handgranaten auf jeden Fall mitnehmen. Das Ding ist nichts wert. Piat-Raketenwerfer ist was wert. Wir haben noch eine DP. Und wir haben eine Brengun. Cool. Ah, die ist ziemlich groß, ne? Ja, okay. Ja, passt noch. Oh, das sind die Magazine dafür, ne? Okay, dann haben wir das. Dann nehmen wir noch den Piat-Raketenwerfer. Ui, das ist so ein Riesenteil. Nehmen wir den auch noch mit. Ah, vielleicht doch nicht. Hier ist ganz schön viel was an coolen Waffen dabei. Cool. Ja, eine Beretta. Her damit. MP41 müssen wir auch mitnehmen. PPSH müssen wir mitnehmen. Noch mehr PPS-43er. Jesus Christus. Noch eine mit, komm. Ich muss mal wieder Munition entsorgen, wahrscheinlich. Ja? Zack. Komm, da ist noch eine PPS 43. Die passt auch noch rein. Schön.
Die ist auch sehr handlich vom Format, das ist auf jeden Fall cool. So, dann, ich wollte Kam ja gern so ein schallgedämpftes Ding organisieren, dann nehmen wir das Teil doch direkt mal an uns. Munition dafür bekommen wir ja. Aber wir nehmen die 2 PP-Chars auf jeden Fall mit. Fettes Teil, die MP41er müssen wir auch mitnehmen. Hier, nimm du die PP-Char. Nimm noch die PPS. Oh, nimmt auch noch eine PPS. Die ist mir zu groß. Vom Inventar braucht die zu viel Platz. Da lohnt sich die PPS 42, lohnt sich dann eigentlich mehr. Okay, feine Sache auf jeden Fall. Finanziell mal wieder ein sehr, sehr lohnenswerter Einsatz. Oh ja, mit Scope ist das Ding doch schon mal direkt noch eine Nummer geiler, ne? Was für ein Einsatz, was für ein Einsatz. Wir hatten doch irgendeine Springfield eigentlich von euch? Nee, ne? Wir haben halt nur die Mega-Gewehre mittlerweile. Krass, okay. Also auch von der Ausrüstung her, krass, krass, krass. Eine Walther P38 ist natürlich eine ziemlich gute Handfeuerwaffe, aber wir haben ja schon eine. Und ansonsten, ja, sind wir mit der Sauer ganz gut bedient, ne? Wir sollten noch ein bisschen was an Munition mitnehmen. Und zwar, wir haben noch hier 3 spezielle PPSM-Magazine. Kenko, leg du mal 1, 2, 3 wieder zurück in den Stack und dann nimmst du die da mit. Dann haben wir noch ein M3-Magazin mit Spezialmunition. Also, ne, das mit dieser blaue Rand, der heißt immer, dass das besondere Munition ist. Nehmen wir mal hier noch direkt eins mit und hier. Skari auf jeden Fall mal voll. Ich schmeiß mir noch so ein Teil weg und gut. Jetzt müssten wir gucken, dass wir noch die PP-Char-Munition mit dem Spezial die Spezialmunition mitnehmen. Das sind Mauser-Clips, ne? Komm, Mauser-Clips sind halt so ersetzbar. Weg mit dem Ding. Ja, behalte das mal alles soweit. Haben wir noch irgendeinen, der viele Mauser-Clips hat oder sowas? Ja, nicht wirklich, ne? Okay, also diese besondere Munition, die muss man eigentlich immer mitnehmen. Ja, dann haben wir noch ziemlich viele Sachen dagelassen, ne? Sehr schade. Irgendjemand noch Platz? Ich glaube, wir sind komplett ausgefüllt mit allem, ne? Ah, ne, hier, da geht noch was. Hier kommen nur die Springfield-Ladestreifen mit, die kannst du gebrauchen. Nö, und dann hätten wir es, ne? Keine besondere Nahkampfwaffen. Achso, ja. Mantelanzug, Offiziersuniform. Das ist schon cool. Das steht ihm eigentlich schon, ne? Finde das eigentlich ganz cool. Ja, Rocco sieht halt auch schon mega fies mit dem Teil aus, ne? Naja, lass mal dann doch. Nee, wir. Achso, Moment, diese Uniform, die sollten wir dann doch behalten. Gibt's die Kenko. Sieht sau cool aus. Ich meine, das
unsere Truppe sieht jetzt halt aus wie Kraut und Rüben, aber also gut, ich sage mal so, Karm und Klaus, das Outfit tauschen ist einfach nicht so zielführend. Das sieht halt jeder aus wie Boris mit den Dingern, ne? Wir behalten das jetzt mal so. Wir können uns ja immer noch ein neues Equipment, also neue Ausrüstung zulegen. 4600 Kröten kriegen wir insgesamt. Angriffe, die meisten Angriffe hat Karm gemacht. Auch, war auch sehr erfolgreich, glaube ich, ne? Die meisten Angriffstreffer Klaus mit 23. Beste Trefferverhältnis hatte Gary mit 92. Ich glaube, da wurde auch der halbautomatische Schuss, der AVS, wurde nicht ganz richtig berechnet, weil er hat ja da zweimal geschossen und meistens hat der zweite Schuss davon getroffen. Und ich denke, der hat nicht, also dann hat das nur, ich denke, dann hat das nur wie ein Angriff gezählt oder so. Maximal aufeinanderfolgende Treffer kam mit 9. Das war wohl mit der Pistole und so auch der Fall, ne? Verursachte kritische Treffer Klaus 12 Stück, kranker Shit. Angriffe mit Dolchstoß in den Rücken, Gary 10. Getötete Feinde, Gary 7. Hat Gary die ganzen Feinde getötet? Krass, okay. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Verfehlte Angriffe, Karm mit 16. Ja, die hat auch viele Angriffe insgesamt durchgeführt, das stimmt. Aufeinanderfolgende Fehlschläge, 6 Stück bei Karm. Okay. Geheilte VP, 194 bei Gary. Geheilte kritische Treffer, ist klar. Entdeckte Fallen, Klaus, eine. Wobei Kenko ja auch eine entdeckt hat, ne? Also das hält sich die Waage. Kenko 2 Fallen entschärft, 4 Schlösser geknackt. Die scheinen dann aber irgendwie. Doch, ja, nee, stimmt, ja. Erlittene kritische Treffer, Gary mit 1, erlittener Schaden, Kenko 63. Maximal erlittene kritischer Grad. Gary mit 94 auf die VP ist saukrass. Trefferhäufigkeit, Kenko mit 2. Maximaler Schaden pro Angriff, Rocco 305. Maximaler Toto pro Angriff, Rocco mit 2. Gut, okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Major, Sie sind wieder da. Ja, hallo zurück, Papa Major. Klaus sieht bitter aus mit dem Teil. Wurde Lebedev gefangen genommen? Aber Leute, vielleicht legt ihr auch einfach mal ganz kurz die Waffen weg, wenn ihr mit dem Chef redet, ne? Aber ja, 1945 von den Sowjets. Was meinen Sie? Ich meinte erneut gefangen. Ich meine, dass Lebedev niemals ausgebrochen ist. Er saß ruhig im Gefängnis, während wir Russland umgekrempelt haben. Wie kann das sein? Sehr einfach, Major. Wir wurden getäuscht. Und jetzt sollten wir uns mal Klarheit verschaffen. Wer verbreitete diese Informationen über Lebedev? Wer wusste von dem Londoner Einsatz, der zu einem Hinterhalt führte? Wer arbeitete in den letzten 6 Monaten verdeckt für Hammer? Das reicht aus für Freundschaften und neue Gefolgsleute. Wollen Sie andeuten, dass Boris ein Verräter ist? Nee. Nein, ich weiß es. Wo ist Boris jetzt? Im Einsatz mit anderen Sentinels, um einen hochrangigen Terroristen zu fassen. Jemand, der uns zu dem mysteriösen Valley führen könnte, dem vermutlichen Anführer von Thor's Hammer. Ihre Entscheidung, Major, wenn ich mich klar ausgedrückt habe. Okay. Verfolgen Sie Boris und zwar sofort. Zeit ist alles. Fassen Sie ihn, bevor er unsere Leute in eine Falle lockt. Okay. Und bringen Sie ihn zu mir. Krass. Neuer Einsatz. Okay. Wunderbra. Dann müssen wir natürlich wieder unser Ratespiel aktivieren. Und diesmal wird es teurer, glaube ich. Das letzte Mal waren es 324. Diesmal sind es 1.700. Ich sag 1.810. So. Ist notiert. Wie viel schätzt ihr, dass die Heilung unserer Helden kosten wird? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Und ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall mal alles Gute. Oh, und die muss ich noch nachladen. Ja, also ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Teil wieder dabei. Ich werde jetzt mal das
Sortieren der Ausrüstung überspringen, aber beim Kauf und Verkauf da sind wir dann alle wieder am Start. Bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss.